Co-Trainer Stefan von Buchholz ist da. Nach dem Sewe-Derby gegen Brakel. Das war ja wirklich auch nicht nur Sewe-Derby, auch Abstiegsderby. Wie hast du dieses dramatische Spiel gesehen? Ja, tatsächlich Leidenschaft pur. Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen. Die ersten 10 Minuten haben uns dann gefangen. Aus dem Nichts aus meiner Sicht das 1:0. Wir haben weiter das Spiel in der Hand. Es läuft immer mehr in unsere Richtung. Die Chancen kommen langsam. Kriegen leider das 2:0 aus dem Nichts. Und gehen mit dem 0:2 in die Halbzeit. Wir brauchten tatsächlich auch nicht viel sagen in der Kabine. Die Jungs waren motiviert, die waren im Spiel drin. Und zweite Halbzeit haben die Jungs das umgesetzt, was wir in der Kabine nochmal angesprochen haben. Nochmal den Willen, nochmal den Ehrgeiz reingebracht. Direkt nach der Halbzeit den Anschlusstreffer gemacht zum 1:2. Und dann war das Spiel auf unserer Seite. Dann war es aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, wann wir den Ausgleich machen. Brakel hatte noch ein, zwei gute Chancen gehabt, wo Timo Stender echt mega gehalten hat. Konter fallen halt an und naja, wir haben dann tatsächlich noch das 2:2 und kurz vor Schluss auch das 3:2 gemacht und ich bin super stolz auf die Jungs. Ja genau, und woher kommt der Wille? Also normalerweise, wenn man unten drin steht und 2:0 zurückliegt, eigentlich fließen dann alles weg, aber die Mentalität stimmt in der Truppe. Die Mentalität stimmt auf jeden Fall. Wir hatten die letzten beiden Spiele, Elbdeich, das war schwierig, sind wir schwer reingekommen und wir wollten versuchen heute die Mentalität, die auch im Training zu sehen ist, einfach auf den Platz zu bringen. Und es hat sehr gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, 3:2 gewonnen. Wir sind noch voll da. Und für euch jetzt, wie geht es weiter? Nächstes Nachbarschaftsderby? Ja, nächste Woche geht es nach Rosengarten. Es wird, denke ich, ein erwartet schweres Spiel. Wir haben ein schweres Spiel. Wir haben relativ souverän dort gewonnen. Die wollen das wieder gut machen und da müssen wir gegenhalten und das Spiel heute einfach mitnehmen und die Punkte im Abschiedskampf einfach bei uns behalten. Genau, also dafür alles Gute. Es ist noch Licht im Keller. Es bleibt spannend in der Kreisliga. Oben wie unten. Wer glaubst du denn? Wer wird denn Meister? Wer steigt denn auf? Hast du so eine Idee? Ist ja eng da oben, ne? Es ist eng. Heidenau hat seine guten Phasen und nicht so guten Phasen. Aber ich denke, Heidenau wird da oben noch ganz stark anklopfen und die habe ich tatsächlich auf dem Zettel. Also. Ja, also allen Beteiligten viel Spaß. Das ist ja eine super Kreisliga-Saison, oben wie unten. Aber das wird noch interessant werden. Danke.